Hallo Wander- und Outdoor-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Wanderung mit Adventure Trails. Ja, wir sind heute ein bisschen weiter gefahren und befinden uns im Rhein-Hunsrück-Kreis in der Nähe von Castellaun in Haiweiler. Ja, und da möchten wir mit euch die Baybach-Klamm starten. Laut dem Internet eine der schönsten Traumschleifen oder eine der Top-Traumschleifen. Und da sind wir heute mal gespannt. Und wenn ihr wieder Lust habt auf eine schöne Wanderung, dann kommt mit. Ja, ihr kennt ja den Spruch, wer schwitzt, stirbt. Deswegen haben wir mal auf T-Shirt umgestellt. Und ja, noch so ein paar Infos zu unserer Wanderung. Wir laufen 10,5 Kilometer und knapp 400 Höhenmeter oder gut 400 Höhenmeter. Genau, und die Tour ist mit schwer klassifiziert. Bisher ist es schon recht anstrengend, aber ja, wir werden sehen. Aber auch sehr schön. Ja, total. Noch so ein paar coole Details von dieser Wanderung. Ihr seht diese roten Schilder hier und haben wir bisher auf keiner Wanderung sonst entdeckt. Aber hier hat die Freiwillige Feuerwehr Dorweiler, die haben hier so Markierungen gesetzt, praktisch so Hilfspunkte gesetzt und die Nummern sind fortlaufend und wenn man dann hier verunglückt auf diesen Steigungsstrecken, kann man hier praktisch sagen, ich bin hier Nummer 27 zuletzt vorbeigekommen. Die können einordnen, wo sie die Einsatzstelle anfahren und wie sie die Person erinnern. Super Sache, Daumen hoch für die Feuerwehr Dorweiler. Understand how it can be so hard to stay out of pain.
But with you everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain? Hier auf der ganzen Wanderung kommen wir immer wieder an so Stollen vorbei, wie ihr hier seht. Das Ganze hier sind alles alte Schieferbergwerke. Da haben wir jetzt schon ein paar so im Vorbeilaufen gesehen, ein paar auch zugeschüttet gesehen. Und ja, hier überwintern dann auch von Oktober bis April, Mai die Fledermäuse. Und hier gibt es halt ganz viele solche Felsformationen und Felsbergwerke, die ja noch zu finden sind. Auch ganz interessant. Always
there to guide me. I used to be afraid to fall in love. A past relationship was a disaster, but now I don't care. Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain. Show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Wanderung. Die sehr, sehr, sehr schön war. Also die Erwartung, die wir hatten, aufgrund der ganzen Bewertungen im Internet, hat absolut gestimmt. Wir sind total begeistert. Wir können sie jedem empfehlen. Allerdings ist sie tatsächlich nicht ganz so leicht. Also die Bewertung schwer trifft schon ganz gut zu, aber man kann sie auch gut gehen. Genau, feste Schuhwerk ist wichtig, ja. Trittsicherheit ist wichtig. Und ich denke, man muss auch mit dem Wetter ein bisschen aufpassen. Im Winter oder bei Frost ist nicht zu empfehlen, weil über so glatte Felsen sind, habt ihr ja selber im Video gesehen. Genau. Ja, noch ein paar Highlights hier auf der Tour. Jede Menge Bänke. Super viele Bänke. Wir hätten alle paar Meter eine Pause machen können. Jetzt hätten wir das nicht gemacht. Genau, nee. Ja, es gab ein paar Kletterpassagen, also ganz, ganz kleine Kletterpassagen, die mit einem Stahlseil gesichert waren. Auch total nett. Brauche aber kein Klettersteigset oder so. Also nee. Man kann es schon einfach an dem Stahlseil fassen. Ja, ja, genau. Ja, und ansonsten noch so auch ein Highlight hier hinter uns, können wir schon noch einblenden, die Schuhputzstation. Ja. Auch eine super Sache, war an jedem Startpunkt, also es gibt mehrere Parkplätze hier auf der Tour, wo man starten kann. Ja, wir hatten auf jeden Fall jede Menge Spaß und wir beeilen uns jetzt, dass wir wieder zu Theo kommen, weil es fängt gerade an zu regnen. Und ja, wir hoffen, euch hat es auch wieder gefallen. Über Daumen nach oben freuen wir uns. Lasst uns ein paar Kommentare da. Bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss. Tschüss.